So, meine Freunde, Bastelkeller, jawohl, es geht wieder los. Der nächste Bastelkeller jagt den nächsten. Ja, ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das Gehäuse habe ich ja vorgestellt, das habt ihr gesehen. Also ein wunderschönes Gehäuse, finde ich. Und da wollte ich natürlich auch wieder ein schönes System einbauen. Ja, und ihr seht, ich habe hier schon mal ein kleines bisschen vorbereitet. Ja, ich schiebe das Board mal kurz auf Seite und ziehe das mal was näher, damit ihr vielleicht was sehen könnt. So ist, glaube ich, besser. Ja, also, ich hatte erst vor, in diesem Gehäuse eine I.O. einzubauen, die ich das letzte schon verbaut hatte. Das war die ATIC. Aber ich habe mir gedacht, für die CPU, die ich jetzt hier bei dem AMD-System verbauen möchte, brauche ich, glaube ich, schon auch ein bisschen was Kräftigeres an Kühlung und bin dann doch umgeschwenkt auf eine Custom. Ja, und ihr seht, ich habe hier hinten schon den Ausgleichsbehälter montiert, weil da war natürlich jetzt hier wenig Platz haben. Wir müssen dran denken, die Grafikkarte hat ja fast, ich glaube, 32 oder 33 Zentimeter und dann wird das natürlich alles sehr eng. Die würde, glaube ich, so circa bis hier stehen. Ja, und da habe ich nicht viel Platz für den Ausgleichsbehälter. Ja, sieht zwar jetzt hier so ein bisschen in die Ecke gedrückt aus, aber anders geht es leider nicht. Ja, ich hatte auch überlegt, die hinzulegen. Ging auch alles nicht so richtig. Dafür habe ich mich für die Variante entschieden, die hier hinten so nah wie möglich dran. Also die kommt hier oben nicht dran. Also da ist immer noch ein paar Millimeter schon Luft. Hinten ist noch ein paar Millimeter. Also die schwingt noch ganz gut. Das ist ganz wichtig. Natürlich musste ich da ein bisschen was bohren und ich musste hier unten ein klein bisschen was wegfräsen. Ja, und dank einem sehr netten Menschen, das ist der Burkhard, konnte ich das jetzt mittlerweile, weil ich hatte ja immer Spaß, das wisst ihr ja, glaube ich, an so einem Dremel. Ja, und man hat zwar hier und da auch schon mal so günstigere Sachen gehabt, das war aber alles nichts. Meistens gehen die Sachen irgendwie kaputt und ja, ist eben nicht das, was man erwartet. Und durch den Burkhard kann ich euch sagen, der hat mir nämlich was zugeschickt. Das muss ich einfach mal erwähnen und auch mal zeigen vielleicht. Der hat mir nämlich was zugeschickt. Schaut mal. Ja, einen ganzen Koffer. Ja. Ein wunderschönes Teil, also da war ich sehr begeistert, muss ich wirklich mal dazu sagen. Man kriegt ja schon mal hier und da ein paar Sachen zugeschickt. Ja, ich finde das immer wieder nett, wenn Leute sowas machen. Und das ist natürlich hier absolute Wonne. Er meinte, der ist gebraucht und er hätte zwei und er braucht nur einen. Aber das ist natürlich der absolute Hammer. Ja, also schaut euch das an. Da ist ein Kasten dabei, da ist der Dremel dabei. Ja, und da ist Zubehör. Das sieht alles wirklich so fast ungebraucht aus. Und das hat er mir also zugeschickt und hat sich nochmal bedankt. Ja, ich muss mich aber auch einfach bei ihm bedanken, dass ich jetzt so ein Teil habe. Und werde ich auch in Ehren halten. Und ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Und ganz toller Mensch. Ja, also hier so ein ganzer Dremel. Und da konnte ich das natürlich hier wunderschön machen. Ja, mache ich normalerweise nicht, aber manchmal geht es nicht anders. Da muss man an so einem Gehäuse einfach auch mal ein bisschen Hand anlegen. Und das habe ich hier praktisch gemacht. Also die hängt hier eigentlich wunderbar. Ja, und der Radiator auch, das passt alles. Das seht ihr, durch die Löcher, die wir oben haben, konnte ich den natürlich bisschen weiter nach hinten, bisschen weiter nach vorne hängen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne hängen können, aber das reicht so. So komme ich auch wunderschön mit dem Board und mit dem RAM zurecht. Ja, also habe ich mir das so schön schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ja, also wie so ein Radiator eingebaut wird oder hier so eine Pumpe. Ja, und festhalten wollte ich es jetzt nicht auf Video, das wird zu lange dauern. Also das dauert ja Ewigkeiten. Ich musste ja auch erstmal gucken, wie ich das Ganze hinkriege, anzeichnen, machen, tun. Ja, also da muss man dann auch schon mal ein bisschen Hand anlegen. Ja, aber da muss man natürlich auch das richtige Werkzeug für haben, ne, um sowas zu machen. Und mit so einem Ding hier, mit so einem Dremel, ja, das ging natürlich wirklich
1A wunderbar, muss ich dazu sagen. Also das habe ich dann hier schon mal vorbereitet, ja, das seht ihr ja. Und jetzt seid ihr aber richtig wieder dabei, wenn wir den Rest hier einbauen. Und da wollen wir natürlich auch mal wieder ein paar Tests machen und so weiter und so weiter. Ja, den Block, den kennt ihr vielleicht schon. Den habe ich, glaube ich, schon einmal verbaut gehabt. Das ist von Bisky, ja, für ARM 4. Wunderschöner Block. Auch die Platte, guckt euch das an, wie groß die ist. Ja, die ist also wirklich wunderschön groß. Das gibt auch richtig gute Kühlung, muss ich dazu sagen. Ja, und dann haben wir natürlich hier das Board. Das kennt ihr, glaube ich, auch. Das ist das MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Wunderschönes Board, ja. Hat auch eine wunderschöne RGB-LED. Einmal hier an der Seite, ja. Einmal hier unten. Also das ist auch schön beleuchtet noch. Ja, ihr wisst, ich stehe ja da drauf. Ein bisschen bling bling. Ne, warum nicht? Da ist jeder anders. Aber das Board ist wirklich sehr schön. Bisher hat da drauf gesessen ein 2600X. Die CPU ist sehr gut. Sparsam, macht aber alles oder hat bis jetzt alles gemacht, was ich wollte. Ne? Und wenn man aber dann die Möglichkeit bekommt, was anderes zu bekommen, ja, dann schlage ich natürlich auch schon mal gerne zu. Ich habe mir auch eine neue CPU gegönnt und das ist jetzt nicht, wie hier drauf steht, der 5800X3D, sondern hier ist ein drin, ein 3950X. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mal gucken, ob wir das reinkriegen ins Foto oder ins Video. Da 3950X. Ein 16-Kerner und den habe ich wirklich sehr günstig bekommen. Und ja, wie gesagt, ich kann auch nicht reingucken. Wir müssen den montieren, tauschen, aufbauen und abwarten, ob er läuft. Ich will es hoffen. Ja, und darum habe ich mir gedacht, wenn ich schon so ein schönes Gehäuse hier mache und die Kühlung natürlich und die CPU, die braucht natürlich auch wieder richtig Kühlung. Und wir haben es ja mittlerweile gemerkt, mittlerweile haben jetzt viele erfahren, alles was im Moment irgendwie kommt, hat mit Hitze, da schmoren Grafikkartenstecker ab und so weiter. Und nicht nur eine, da sind jetzt schon mehrere Fälle bekannt geworden. Und da beschweren sich die Leute über die Temperaturen der CPUs, der 13.000er Serie, der 7.000er AMD Serie und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, denen ist mittlerweile alles völlig egal. Hauptsache nur noch Leistung, Leistung und Temperaturen ist egal und Strom ist egal, ist alles irgendwie völlig egal. Ja, also ich bin der Meinung, da sollte man lieber mal ein Jahr pausieren oder zwei mit CPUs und dann einfach mal wieder was Vernünftiges rausbringen. Ja, und darum habe ich mich auch entschieden, neuere Sachen nicht zu kaufen, die 13.000er Serie oder auch die 7.000er, die hatte ich ja, habt ihr ja mitbekommen. Ja, und habe ich aber alles wieder zurück. Darum, dann stehe ich lieber hier auf so ältere Sachen, die auch gute Leistung haben, weil auch der 2600X hat eine super Leistung, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe den jetzt in den letzten Wochen, hatte ich den dann auch übertaktet, das heißt auf allen Kernen 4,3 und das war wirklich absolut stabil und absolut toll, tolles Feeling. Wirklich, ich kann da nicht drüber meckern. Ne, ich hätte auch eigentlich gar nichts Neues gebraucht. Ich habe das jetzt einfach nur, weil der einfach so günstig war. Und ich war der Erste, der ihn angeschrieben hatte. Und ja, er hat sich auch gefreut, dass ich das war. Er kannte mich von Facebook und YouTube wahrscheinlich. Und ja, das ist natürlich prima, wenn man dann sowas kriegen kann. Ne, weil den habe ich noch nicht gehabt. Und da will ich natürlich auch mal gucken, wie da so die Leistung ist. Oder wir gucken uns dann auch die Leistung an und gucken mal. Ja, und dann habe ich ja vor, hier natürlich auch die AMD-Grafikkarte drauf zu machen. Und das Ganze mal, wie gesagt, mit AMD zu testen. Ja, AMD trifft auf AMD. Ja, gucken, ob da irgendwie, gibt es da Unterschiede, gibt es da keine Unterschiede und so weiter und so weiter. Ja. Und bei dem Gehäuse ist natürlich ja toll, ihr wisst ja, hier kommt ja diese Blende mit drei Lüftern drauf und das pustet ja nochmal schön gegen. Und da bin ich mal gespannt, ob da grafikmäßig
von den Temperaturen noch was drin ist. Ja, denn wir kennen ja die Temperaturen bei dem Thermatikgehäuse. Das letzte Bastelkeller habt ihr ja gesehen. Ja, da war es ja, ich glaube, 73, 74 Grad, ne, bei Fuhrmark. Und ja, da können wir natürlich hier denselben Test mal machen und gucken mal, ist da noch was drin, wenn man so ein Gehäuse hat, was von der Seite nochmal extra Luft auf die Hardware, ja, schickt und so weiter und so weiter. Also, wir bauen das Ganze wieder zusammen und schauen dann ganz einfach mal, wo wir landen. Ja, ja, anfangen machen wir einfach die CPU, ja, das ist ganz wichtig, ne? Und ich hole euch noch mal ein bisschen ran hier, gucken, damit ihr das auch wieder schön mitbekommt. Fahren wir so in die Mitte, da haben wir den Fokus auch. So, ihr seht ja, wie sie drin sitzt, ja. Und bei AMD ist immer wichtig, hier so ein bisschen Fingerchen draufhalten, Klemmerchen lösen, hochklappen. Ja, und ihr habt ja auch gesehen bei dem Intel 1700er Sockel, dass die CPU sich da wirklich verbogen hat. Mit dem neuen Bracket ist das zwar alles gut. Ja, ich habe hier auch sehr gute, oder ich habe ja auch sehr gute Temperaturen. Ja, aber dass man überhaupt sowas machen muss, um auf einigermaßen gute Temperaturen zu kommen, dass sowas überhaupt dann, ich sage immer, wenn bei Autos irgendwas falsch läuft, da werden Rückholaktionen gestartet und dann wird das ausgebessert, ja. Also, und die scheinen da gar keinen Wert drauf zu legen, Intel, und ja, weiß ich nicht, die Bordhersteller, die interessiert das gar nicht, dass die Boards sich da verbiegen oder die CPUs sich verbiegen. Also ich finde es alles ein wenig traurig, ja. Und ja, bin mal gespannt, wie das Ganze noch irgendwie weitergeht. Ich lasse mich echt überraschen. Ne, darum, dann steh ich lieber wieder auf ältere Sachen. Hier hast du das nicht, hier wird sich nichts verbiegen. Hier brauchst du nicht irgendwie einen Sockel ändern oder eine dickere Backplate oder sonst irgendwie was machen. Hier setzt du deine Sachen drauf und dann machst du deinen Kühler drauf. Hier könnt ihr auch sogar einen Luftkühler wahrscheinlich draufsetzen, ja. Was ja bei den neuen CPUs fast unmöglich ist, sage ich mal, ne? Ja, aber gut, jetzt habe ich da genug drüber geredet. Wir bauen den jetzt um. Wir nehmen die CPU raus. Ja, wichtig ist immer gut festhalten, ja, und vorsichtig weglegen, dass da nichts dran passiert. Ihr wisst, die Pinne sind sehr empfindlich. So, und dann holen wir das gute Stück mal raus hier. Ja, bin ich ja echt gespannt. Also 16 Kerne, 32 Threads, Turbotakt 4,7. Das ist ja auch schon was, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe mir die CPU natürlich angeguckt. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Keine Pinne fehlen, keine sind verbogen. Ja, also das war eigentlich alles wirklich perfekt. Ja. Und jetzt setzen wir die hier drauf. Und die rutscht auch gut rein. Fingerchen drauf, Hebel zu, fertig. Ja, somit haben wir die CPU schon eingesetzt. Und da können wir natürlich gucken, was uns jetzt hier demnächst erwartet. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Und bei dem Kühler ist es auch wieder sehr einfach, den zu montieren hier, den Biski. Ja, also das ist wirklich auch, ich fahre mal ein bisschen zurück jetzt so. Dann kriegt das, glaube ich, besser mit. Ja. Wichtig ist, ich habe das auch, wie ich mir den Kühler gekauft habe, habe ich gedacht, ach ja, da ist die gleiche Backplate dabei, die ja bei AMD schon original auch drauf sitzt. Ja, ich hole gerade ein bisschen Alkohol zum Saubermachen. Und dann kannst du ja auch die nehmen. Muss ich euch direkt sagen, das geht nicht, weil die Backplate hat ein anderes Gewinde. Ja. Also ihr könnt nicht die Original Backplate hier nehmen. Ich mache jetzt nur mit Alkohol die CPU schön sauber. So. Und auch den Kühler, den mache ich auch nochmal sauber. Weil da einfach anderes Gewinde ist. Ja, die sieht zwar fast gleich aus, ja. Aber
Ihr merkt das, wenn ihr die Schrauben reindrehen wollt. Das funktioniert nicht. Ne? So, jetzt haben wir den Kühler auch nochmal sauber gemacht. So. Ja. Und ich zeige euch die auch gerne. Die ist nämlich hier im Karton mit drin. Ja, da sind auch die Schrauben, alles dabei. Wenn man sich die nämlich anschaut, da denkt man, ja, das ist so AMD-mäßig. Ja, okay, Windelöcher, ja, alles da. Ne? Weil ich habe hier auch eine originale. Das ist die originale. Und wenn man da immer schaut, dann denken viele, ja, ist doch dieselbe. Ist wirklich das Gewinde anders. Hier passen die Schrauben nicht rein auf der originalen. Ja? Also da müsst ihr echt drauf achten. Ne? Da könnt ihr nicht einfach dann rein mit Gewalt. Da macht ihr euch das Gewinde kaputt. Ja? Also nehmt die Backplate, die bei dem Kühler, wenn ihr euch hier so ein Bisky-Kühler besorgt, nehmt die Backplate, die dabei ist. Ja? Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich. Weil ich hatte auch gedacht, dass das geht. Und habe aber früh genug gemerkt, dass die wirklich andere Gewinde haben. Ne? Also das ist dann schon mal wichtig. Und das Schöne ist jetzt hier, man macht die Backplate. Dann machen wir jetzt schon Wärmeleitpaste drauf. Mal gucken, haben wir noch was hier drin? Ich glaube, langsam ist sie leer. Ja, welche habe ich denn? Ja, logisch. Immer noch MX4, Arctic. Ja, und jetzt ist sie wirklich leer. Ah, da kommt noch was raus. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Die große Tube leer. Ne? Ich habe aber Gott sei Dank noch eine kleine Tube da. Gerade zufällig. So. Und dann machen wir eine neue auf. So. Ne? Und da haben wir wieder die neue jetzt hier. Also MX4. Ne? Wie gesagt, auch hierbei immer wichtig, wenn ihr eine Tube neu anbrecht, drückt schon mal ein kleines bisschen raus. Ja, damit da vielleicht nicht schon Öle oder sonst irgendwie was rauskommt. Und warum ich jetzt, ihr wisst, ich nehme ja immer dieselbe, weil ich da einfach die Temperaturen nicht verfälschen möchte durch irgendeine Wärmeleitpaste. Ja, und dann habe ich so einen guten Vergleich, dass ich sagen kann, ja, es liegt jetzt nicht unbedingt an der Wärmeleitpaste, ne? So viel Unterschied ist eine Wärmeleitpaste auch nicht. Jetzt können manchmal 2-3 Grad können durch eine Paste auch entstehen. Und darum habe ich gedacht, ich nehme immer dieselbe. Ja. Und das eigentlich schon sehr lange. So. Das haben wir auch. Dann haben wir die Wärmeleitpaste schon drauf. Und das Schöne ist jetzt, ach nee, ach, da habe ich drauf gewartet. Ach nee, habt ihr das gesehen gerade? Da ist das Kabel abgegangen. Ja, da müssen wir neu dran löten. Ja, dann haben wir jetzt erstmal eine kleine Pause für uns verdient. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich hier nochmal so einen Schaumstoff nehmen. Ja, das passiert nicht das erste Mal. Kann ich auch dazu sagen, weil diese LED-Streifen, ja, die sind nicht so toll verlötet, wie es eigentlich vielleicht sein sollte. Man kann die einzeln auch kaufen, diese Strips. Aber warum muss ich jetzt hier Geld ausgeben, wenn ich das vielleicht gelötet kriege? Jetzt habt ihr wieder, jetzt wird das Video doch wieder länger. Aber dann seht ihr auch mal, wie man das vielleicht hinbekommt. Ne? Also, das ist einfach nur so ein LED-Streifen hier. Ne? Und da hinten, wo sitzt der überhaupt hier? Da unten. Da ist der angelötet. Und da ist er jetzt abgebrochen. Ja. Und da muss man jetzt gucken, da ist noch Heißkleber drauf. Ob ich das jetzt hier gelöst kriege,
ob ich das irgendwie wieder angelötet kriege. Ich habe es einmal geschafft, aber es ist meistens auch sehr schwer. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das muss auch richtig anlöten. So, ihr seht, sie leuchtet. Ich muss die nur noch so rumliegen lassen, weil der Kleber noch trocknet. Ja, also. Ja, so kann das passieren, wenn man da nichts da hat. Ne? Ja, dann steht man da. Ne? Ja, darum ja, bin ich froh, dass ich immer alles soweit ja, griffbereit habe. So, also wieder eine LED gerettet, weil ich glaube, die kostet, wenn man die einzeln kauft bei Bisky, 10 Euro, glaube ich. Ja, und dann noch Versand, ne? Ja, also wieder was gerettet, meine Freunde, ne? Ich räume jetzt ein bisschen auf, lass das was trocknen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, dann können wir weitermachen. Ist zwar noch nicht ganz trocken, aber ich habe ja schon die Wärmeleitpaste drauf. Die will ich jetzt auch nicht hier so lange. Also den kann man jetzt einfach hier drauflegen. Ne? Achtet, dass ihr die Schrauben schon mal seht, ja, also das... ihr die Löcher so einigermaßen schon mal habt. So. So. Da müsste man die eigentlich schon mal haben. So. Wird nämlich einfach nur draufgelegt. Ja, das ist gut. So, ein bisschen rüber, ne? So. So, und dann die Schrauben, die dabei sind, ja, mit diesen Unterlegscheibchen. Da sind so durchsichtige dabei. Ich habe hier schwarze drauf gemacht, ne, ein bisschen was dickere. Das kann man aber machen, wie man will. Ne? Also, das ist jetzt nicht notwendig zwingend. Mal gucken, dass wir die Löcher einigermaßen treffen. Ja, da haben wir schon mal eins. Der kann ruhig so ein bisschen hier auf dem Sockel schwimmen. Jetzt gerade. Das macht gar nichts. Ne? Nur anziehen. Erst wenn alle vier Schrauben drin sind. So. Und dann kann man den nämlich auch noch ein bisschen ausrichten. So, das lege ich jetzt direkt schon mal hier dran vorbei. So. Da kann das weiter trocknen. So, jetzt gucke ich mir den Kühler an. Der ist gut. Und jetzt kann man den festdrehen. Schon ist er fest. Ist er gerade? Ja, ist auch gerade. Sehr schön. Ja, der ist jetzt ja, gut fest. Ne? Der darf ruhig ein bisschen schwimmen. Ja, aber der hat den Anpressdruck. Ne? So. Ja, da haben wir den Kühler auch schon drauf. Jetzt gucken wir noch mal, ob die RGB noch funktioniert. Da habe ich sie jetzt wieder verschoben. Hoffentlich. Ich will es hoffen. So, dann gucken wir noch mal. Ah, wunderbar. Guck mal, wie schön. Ja, das funktioniert ja noch. Ja, es ist ein sehr schöner Kühler, muss ich dazu sagen. Also RGB-mäßig sind die wirklich absolut toll. Und kühlmäßig auch. Also kann ich bis jetzt nichts Schlechtes sagen. Das Einzige ist eben, dass die LED mir schon jetzt hier einmal beim letzten Mal ist sie mir ab. Bei Kai ist sie schon mal abgegangen, beim Bisky. Und ich glaube hier beim Grafikkartenkühler ist sie mir auch einmal abgegangen. Ja. Ne? Das ist natürlich auch bedingt, da ich ja sehr oft umbaue. Also das Kabel macht ja auch dann einiges mit. Ne? Wieder rein, wieder raus, wieder einbauen, wieder ausbauen. Ja, das ist natürlich auch viel geschuldet. Also da muss ich auch mal. Aber ich habe es auch schon gehabt, nur wie jetzt einmal. Also da sollten sie gucken, dass das irgendwie, das muss doch besser hinzukriegen sein. Ja,
dass das nicht so schnell bricht, dieses Kabel, oder losgeht. Also da musste man wirklich, naja, aber das muss wahrscheinlich alles schnell gehen, ne? Ja, gut. Jetzt habt ihr es gesehen, also man kann sowas auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Es hat jetzt was länger, im Video kommt es kurz darüber, aber es hat schon etwas gedauert. Nochmal sauber gemacht, nochmal drauf, nochmal schön nebeneinander gelegt. Ja, und dann hat es dann doch gut funktioniert noch. So, also, dann haben wir das. Und ich hatte ja letztens gesagt, dass ich mir, den habe ich ja schon gezeigt, dass ich neuen RAM gekauft habe. Ne? Ja, und das ist der G-Skill Neo. Weil, warum? Den hatte ich schon. Meistens in 16 GB hatte ich den schon. Ich hatte den Z, da war ich nicht begeistert von. Da gab es bei AMD Probleme. Darum, ich empfehle euch den Neo. Neo. Und der ist extra für Reise. Also, der habe ich gar keine Probleme gehabt. Der ist super gelaufen. Und diesmal habe ich mir einfach 32 GB gegönnt. War noch nicht mal 150 Euro. Also, auch vom Preis her bin ich der Meinung, kann man da nicht meckern. Ja. So, und den kann man natürlich auch direkt schon einbauen, den RAM. Jetzt gucken wir mal, wo sind wir richtig? Ja, ich glaube, hier sind wir. Hier sind wir richtig. Einmal, zweimal. So, und das Ganze nochmal auf den letzten. So, und dann haben wir nämlich auch wieder RGB-RAM. Was ich haben wollte. Und vor allen Dingen 3200er. Den weißen, den ich hier das letzte Jahr drauf hatte, das war 2400 oder sowas. Ja, waren zwar auch 32 GB. Ja, aber jetzt haben wir hier wieder. Ja, ein bisschen bling bling mehr. Ich lasse das jetzt hier noch so ein bisschen trocknen mit dem Kabel. Das ist nämlich noch nicht so ganz. Und ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es an die Verschlauchung dann geht. Ne? Dann können wir eigentlich schon mal die Verschlauchung, also Bord einbauen, Verschlauchung machen. Ja, genau. Und dann sind wir ja eigentlich Netzteil rein, Lüfter noch. Ja, muss natürlich hier noch richtig schön Lüfter kommen noch drauf. Lasst euch überraschen. Vernünftiges Netzteil. Ich habe jetzt diesmal, guckt es euch an. Bis gleich. So, meine Freunde, weiter geht's. Also, LED wieder repariert. Das scheint alles wieder zu funktionieren. Hab's gerade nochmal angeschlossen. Kleber ist auch getrocknet. Dann können wir das Board einbauen. Wichtig ist ja, das wisst ihr mittlerweile, richtigen Schrauben fürs Mainboard nehmen. Das heißt, ihr habt ja die Schrauben meistens in so einer Tüte dabei. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ausprobieren. Da ist auch ein Lautsprecher dabei. Wer das anschließen möchte. So, gucken wir mal, welche Schrauben hier am besten passen. So, gucken wir mal, ob das die sind. Na, die gehen schon nicht rein. Oder doch, die gehen rein, ja. Ja, die sind gut hier. Das sind meistens die Schrauben hier. Mit dem Rand und dem größeren Ring drauf. Ja. Und dann kann man dann das Mainboard festschrauben. So. Da brauchen wir 8 Stück. Ne, 9 Stück brauchen wir. Wir haben hier nicht wie bei den meisten Boards in der Mitte so ein Pin. Ja, das ist immer schön, aber wenn es nicht da ist, ist auch nicht schlimm. Muss man eben gucken, dass man die richtigen Schrauben hat. Und dann geht es auch mit dem Bord. Ja, so, noch eine. So, da haben wir 9 Stück. So, das Schöne ist bei dem Bord hier, da ist die Blende hier hinten schon dran. Das kann man nicht vergessen. Einzubauen oder vergessen beim Ausbau. Jetzt machen wir direkt mal die LED. Das Kabel schon mal nach hinten. So. Ja, dann müssen wir das hier richtig schön einpassen.
Kann man entweder am Bord selber oder am Kühler auch schon mal festhalten. Dann nehmen wir uns schon mal eine Schraube. Ja, die muss ich jetzt immer festhalten, sonst rutscht es runter. So. So, komm. So, gucken wir mal. Da sind wir. Schraube hält nicht richtig. Ich glaube, ich muss bald mal einen neuen Schraubendreher haben. Ja, muss ich doch mal loslassen. Da muss ich einen kleineren Schraubendreher. Der ist auch nichts. Ja, der hält hier besser. So, entweder am Kühler oder am So, da haben wir eine drin. Jetzt könnt ihr ja ein bisschen rein nehmen. Ja, irgendwann ist die Spitze hier vom Schraubendreher, ne, die ist dann auch schon mal ein bisschen hinüber. Und dann lässt die sich schlecht schrauben hier. Na, geht noch. So. Die müssen leicht reingehen und müssen sich festziehen lassen. Ja, ist manchmal ein bisschen tricky da so. Da gibt es dann eben, ich zeige euch das vielleicht mal. Ich hoffe, ich kriege das eingefangen hier. Da hat man einmal die hier. Die haben auch so eine Platte, aber die haben das Gewinde etwas gröber. Und wenn ich die daneben lege, die hat ein bisschen feineres Gewinde. Na, bleib liegen. Die hat dann die rechte, hat dann ein bisschen feineres Gewinde. Also, das ist schon verrückt, ne? Man sollte meinen, das sind dieselben Schrauben, aber sind nicht. Ja. So, also, dann haben wir das Board fest. Dann könnten wir jetzt auch schon mal die Kabel vom Gehäuse anschließen, wenn wir das wollen. Ja, könnten wir machen. Pumpe brauchen wir nachher noch. So, da haben wir dann hier das und das. Weil die kommen ja jetzt nicht von oben, ne? Die kommen ja jetzt hier von der Seite. Ja, ist aber auch mal ganz gut. Da haben wir hier, das ist ein USB 2.0, den habe ich da, dann können wir den hier einstecken. So, und auch da immer darauf achten, dass die richtig sitzen. Ich kann mich dann nur wiederholen, weil sonst funktioniert es nicht mit dem USB oder Audio. So, hier haben wir den Audio. Der ist hier ganz in der Ecke. So. Und ja, ich mache da jetzt keinen Schrumpfschlauch drum. Die sind zwar wohl, aber hier kommt ja, die Glasfläche ist ja nur hier oben. Das sieht man später gar nicht. Ne? Und was man nicht sieht, warum soll ich da irgendwie, ne, den USB 3, den können wir hier schön einstecken. Ja, da müsst ihr immer schön aufpassen, dass ihr euch da nichts kaputt macht. So, und dann haben wir hier noch die Frontanschlüsse. Da muss ich jetzt mal gucken selber. Ja. Wir haben hier den Power SW, wir haben den Reset und wir haben den HDD LED. So, machen wir als erstes den HDD LED. Das Pfeilchen, was hier auf der Rückseite, das wisst ihr ja auch mittlerweile, wenn ihr meine Videos kennt, ist der Plus. Und der muss bei meinem Board nach links. Sonst funktioniert die LED nachher nicht. Das ist auch mal ganz wichtig. Den Reset und den Power SW, da ist es egal, wie rum ihr den anschließt.
Nur bei den LED-Sachen, da muss Plus auf Plus und Minus auf Minus. So, dann haben wir das auch schon. So, die zwei Stromanschlüsse, die machen wir später. Ja, da muss ja auch gleich noch das Netzteil rein. Und ganz viele Lüfter noch. Da brauchen wir nämlich auch noch einen Platz für den Controller. So, das haben wir auch. Ja, jetzt habe ich aber hier oben Platz für den CPU-Stecker. Ne? Wenn ich jetzt die Lüfter schon drauf hätte, würde ich hier schon kaum noch. Jetzt komme ich hier an den Anschlüssen überall noch schön dran. Ja, jetzt kann ich auch hier schön den Schlauch verlegen für die CPU. Denn wir machen ja nur die CPU unter Wasser diesmal. Ja, ohne Grafikkarte. Und ja, dann gucken wir mal. Da können wir nämlich jetzt eigentlich. Bisschen Staub noch drin hier. Schlauch machen. Wie gesagt, ihr seht, ich habe hier die silbernen Anschlüsse. Das sind 16 10er Schlauch. Ja. Und ja, gucken wir mal. Ich wollte eigentlich ohne Winkel, aber wenn man ganz ohne Winkel hier macht, die Verschlauchung, weiß nicht, dann läuft der Schlauch, der würde dann von hier ist ja innen, ja, so rund und hier wieder rund. Mal gucken, wie es aussieht. Ansonsten, wir müssen ja auch daran denken, die Grafikkarte steht hier noch. Ja, ich muss ja irgendwie hier hoch, so rüber. Vielleicht mache ich hier auch einen 90 Grad Bogen dran, dass ich hier über den RAM. Oder ich gehe nach oben mit dem Schlauch. Hinter dem Radiator. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ja, und Anschlüsse sind das die Alpha-Cool-Anschlüsse. Ja, und die sind immer ganz gut. Und wichtig ist, bei denen haben wir auch hier in der Mitte immer Ersatzdichtungen. Ne? Wenn ihr die öfters benutzt habt, dann macht ihr hier einfach eine neue Dichtung drauf. Ne? Meines scheinen noch gut zu sein. Ich will es hoffen. So, und dann gucken wir einfach mal. So. Die sind wirklich sehr gut, die Anschlüsse, muss ich auch dazu sagen. So, gucken wir mal. Ja, ich wollte erst ganz andere Anschlüsse nehmen, die man eigentlich für Luftdruck nimmt. Die kennt ihr, die hatte ich schon mal. Ja, ganz am Anfang meiner YouTube Karriere. Karriere ist gut, ne? Da habe ich das schon mal gemacht und ja, jetzt hatte ich eigentlich gedacht, auch hier, ja, ich habe die Anschlüsse da, ich habe den Schlauch da und ja, wir gucken jetzt mal. Ich gucke jetzt mal, wie es aussieht, wenn wir da den Schlauch legen, wie wir hinkommen. So, wo haben wir den Schlauch? So, gucken wir mal. Das ist auch 13-10er und das ist der große, der 16-10er. Der sieht auch ein bisschen gelblich aus, aber wenn Flüssigkeit drin ist, dann sieht man das nicht mehr. Ja. Es gibt welchen, da habe ich schon gehabt, der war wirklich glasklar und ich habe auch schon oft den gehabt hier. Ja, das ist manchmal ein kleiner Unterschied. Ich habe auch schon mal reklamiert, da haben sie mir einen neuen geschickt, der war aber genauso ungefähr. Ja, ne, muss man mit leben. Wie gesagt, wenn Flüssigkeit drin ist, fällt es wirklich nicht mehr auf. Es sieht jetzt nur hier so aus. So, jetzt gucken wir mal, wenn wir hier hoch gehen würden und einfach so eine Schleife. Da haben wir natürlich den oberen Anschluss verdeckt. Na, so gehe ich vor den RAM. Das ist auch nicht gerade so schön. Ja. Gehe ich hier runter unter den RAM und hier hoch. Ja. Könnte es von der Grafikkarte passen. Könnte man auch machen, ne? Dass man hier unter den RAM geht und dann hier hoch. Na, aber es kann sein, dass er wegrutscht. Dann haben wir ihn trotzdem davon.
So, meine Freunde, ja, ich hatte jetzt gerade noch mal was probiert, aber ich bleibe bei dem 16-10er Schlauch und das passt schon. So, jetzt mal gucken. Hier auch ein Stückchen. So eine Schlauchschere, die ist natürlich auch bei solchen Sachen Gold wert, ne? Ja, also, das ist meine hier. Ich weiß gar nicht, wo ich die mal gekauft habe. Aber die ist wirklich sehr gut. Da kannst du auch PETG mitschneiden. Also das funktioniert alles ganz gut. So, jetzt mal gucken, dass wir den schon mal hier festmachen, bevor der uns wieder rausrutscht. Ne? Kann man schon mal eine Seite festmachen. Weil Schlauch, da braucht ihr also wirklich, ich habe mit Schlauch toi 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 bis jetzt nie was undicht gehabt. Ja, weil das ist so fest, da kannst du auch dran ziehen jetzt, da passiert gar nichts mehr dran. Also das ist wirklich absolut in Ordnung mit Schlauch. So, gucken wir mal. Der könnte ein klein bisschen noch ab. Der ist nur noch ein bisschen zu stramm. So. Ja, machen wir so viel. So viel. Ja. Überwurfmutter drauf, nicht vergessen. So. Ihr seht nicht viel, ne? Ja, gleich. Jetzt da, guck da, mal ich jetzt den Schlauch. Mache ich jetzt hier praktisch drauf. Dann habe ich so eine kleine S-Linie hier. Ja, das passt. Ja, muss mal gucken, dass ich nachher noch die Lüfter drauf kriege. Ja. Und auch hier wichtig ist, gucken, dass die gerade drauf geht. So, jetzt ist sie drauf. Und dann drehen wir die fest. Und das könnt ihr alles mit der Hand festdrehen, ja. Wenn ihr mal eine Zange nehmen solltet, nehmt ein Handtuch dazwischen. Ja? Oder ein Stück Stoff vom Lappen irgendwie. Dann zerkratzt ihr euch nicht das Gewinde, weil mit der Zange direkt hier an so einem Chromgewinde, dann ist die kaputt. Ne? Und jetzt haben wir hier schon den ersten Schlauch. Siehst du, ne? Das ist schon mal gut. Der hat da hinten an der Wand noch Luft. Das ist auch okay. Dann haben wir so eine kleine S-Form. Ja, das passt. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Dann machen wir doch, glaube ich, den 90 Grad. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Wo liegt er? Hallo? Hatte ich doch gerade noch. Habe ich den jetzt hier mit reingetan? Ja. Falsche Dose. So. So, die Reste erstmal weg hier. Und dann nehmen wir uns wieder ein Stück Schlauch. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier direkt dran gehen und dann hier dran gehen. Dann sind wir vor der Grafikkarte. Zu sehr an der Türe. Nee, dann machen wir. Dann machen wir es, wie wir eben hatten, hier 90 Grad Bogen dran. Dann machen wir da den Schlauch, hinten den Schlauch und jetzt noch der hier zur Pumpe geht und dann haben wir es doch schon wieder. So, wenn wir von hier rüber gehen, können wir den eigentlich hier so hoch auch legen. Da haben wir fast dieselbe Bahn wie der obere. Das müsste eigentlich auch gehen, da brauchen wir da auch keinen Winkel. So, halt erst die Überwurfmutter ab. So. So, dann nehmen wir den und hier auch die Überwurfmutter noch ab. So. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir den hier ungefähr gleich legen. Machen wir auch hier die Überwurfmutter dran. Dann kann man den auch schon
festmachen. Jetzt legen wir den hier so, genau, schneide ich hier mal ab. So, gucken wir mal, das wird zu viel. Oh, das wäre schon ganz gut, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, hat fast dieselbe Bahn, könnte noch ein bisschen ab. Könnte noch ein bisschen ab. Ich muss ja an die Grafikkarte denken. Wenn ich jetzt noch ein bisschen abmache, komme ich nachher zu tief. Oder ein kleines bisschen probieren. Und Zentimeter. Ja, das ist besser. So ist besser. So gefällt mir gut. Ja, haben wir das auch. Ja. Ja, wenn man schon Schlauch macht, kann man ja nicht vermeiden, dass man sieht. Also, das ist immer so eine Sache. Aber es geht sicher. Nicht nur noch ums Aussehen. Na, es geht sicher auch, dass wir alles vernünftig kühlen. Und dann passt das. Vielleicht hat ja einer dieselbe CPU, 3950X, und hat eine I.O. drauf oder eine Luftkühler und kann mal was zu den Temperaturen sagen. Schreibt es einfach unten in den Kommentaren. Ja, und da kann man mal gucken, vergleichen, wenn ich hier fertig bin mit meinen Temperaturen. Wie sieht's aus? Ne? Kühlt die jetzt besser oder kühlt die schlechter? Oder ist es gleich? Hat man überhaupt keinen großen Gewinn? 2-3 Grad nur? Ja, wäre ja mal interessant zu wissen. Ne? Ja. So. Das haben wir jetzt fertig. Jetzt machen wir hinten den Deckelchen auf. Habe ich nämlich extra nicht so feste zugeschraubt, weil ich da noch dran kommen muss. Und dann können wir nämlich schon Wassermarsch und die Anlage befüllen. So schnell geht's. Ja, schnell ist relativ. Aber ich finde, das ist okay. Haben wir die gleiche Bahn hier. Und hier kann die Grafikkarte, die kann also wirklich fast bis am Behälter ran. Das stört nicht. Ich könnte jetzt noch ein kleines bisschen kürzer machen hier. Ja, dann hätte man noch doch was gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht von der Seite. Da stehe ich mit dem Rohr hier ein kleines bisschen weiter raus wie das andere. Aber ansonsten... Ja, jetzt was kürzer. Ich kann auch da noch was... biegen, also aber gut, ich würde so lassen. Hey, komm, Kalle, also wir lassen es so, es ist sehr schön. So, dann stecken wir die Pumpe ein ins Netzteil. So, durch den Stecker. Da brauchen wir nämlich Molex. So, dann haben wir das auch schon. Und jetzt holen wir uns einfach nur die Flüssigkeit. Ja, und was machen wir rein? Ja, ich habe mir überlegt, ich mache nochmal das Weiß rein. Weil das Weiß war eigentlich sehr schön. Ich könnte auch das Blau machen. Aber das haben wir beim letzten Mal erst gehabt. Darum habe ich mir jetzt gedacht, wir nehmen das Weiß. Ja. So. Und da komme ich ja jetzt schlecht dran, dafür empfehle ich euch hier so eine Laborflasche, die ist sehr gut dafür.
Da könnte das gut auffüllen. Ich habe jetzt noch destilliertes Wasser hier drin vom letzten Mal. Das schütte ich jetzt wieder zurück. Man könnte auch dieses Weiß noch ein bisschen destilliertes Wasser dazu machen. Aber ich glaube, das reicht, was ich hier habe. Ja. So. Da hat sich auch die ganze Zeit nichts abgesetzt. Also das ist auch eine schöne Flüssigkeit hier. Ich weiß gar nicht, ist das die Original? Ja, das ist die Originalflasche hier von EK. Ne? Also wirklich super, super, super gute Kühlflüssigkeit. Setzt sich nichts ab, habt da keine Ablagerungen im System. Ne? Ja, da müsst ihr auch mal aufpassen. Und das ist hier alles jetzt. Gucken wir mal. So, jetzt kommen wir nämlich schön hier rein. Mit der Laborflasche, ne, da kannst du hier richtig schön und dann kannst du hier schon mal langsam, wir machen diesmal langsam, nicht, dass ich doch wieder irgendwo am Behälter was undicht habe. Bis jetzt sieht es gut aus. Ja. Gucke ich nochmal an der Seite. Ne, tropft nichts. Ja, wir hatten ja da letztens, ne? Da hatte man ja ein kleines Problem. Da hatte ich die Röhre, den Behälter nicht richtig drauf gedreht auf die Pumpeneinheit. So. Jetzt sagen viele natürlich. Ne? Oder einige, sage ich mal, viele vielleicht nicht, aber einige würden jetzt sagen, ja, wie kann ich das denn machen? Ich habe ja kein Netzteil, noch ein zweites. Du hast da ein Netzteil, du kannst das anschließen. Ja, nehmt ihr euer Netzteil. Ja, baut das schon mal ein, das Netzteil, könnt ihr ruhig einbauen. Ja, und an dem 24-Pinch-Decker, da müsst ihr euch einen Adapter besorgen. Ja, da gibt es so einen Stromadapter, den habe ich ja auch drauf. Ja, da ist dann so eine kleine Brücke gemacht. Die kriegst du auch bei AlphaCool und so weiter, kann man die kaufen im Internet. Müsst ihr mal gucken, 24-Pin-Adapter, ne? oder Stromadapter. Und dann steckt ihr den drauf, dann könnt ihr euer Netzteil anstecken, also einschalten. Und dann ist auf den Leitungen schon Strom. Das heißt, ihr könnt dann auch, genau wie ich jetzt gerade auch, den Molex-Stecker schon mit der Pumpe verbinden. Und dann könnt ihr das einschalten, ausschalten, einschalten, genauso wie ich das auch mache. Macht ihr das noch nur mit eurem Netzteil, ne? Nur ihr müsst den 24-Pin-Stecker, diese Brücke, müsst ihr setzen. Also da ist ein Stecker, da ist ein kleines Käbelchen. Ich habe das früher auch mal nur mit einem Käbelchen, aber da muss man genau wissen, welche zwei Kontakte muss man da schließen. Also nicht so zu empfehlen, weil so ein Stecker, der kostet nicht viel, kriegt dafür kleines Geld. Ne? Und dann könnt ihr eure Pumpe genauso jetzt betreiben, wie ich das auch mache. Ne? Also ich schalte jetzt mal ein. Und da geht's schon los. Ups, ausschalten. Sieht nur alles trocken aus. Wieder einschalten. Und da kommt's schon raus. Oh, guck mal, was die sprudelt, oder? Da ist die Pumpe. Ja, die muss natürlich eigentlich runtergeregelt werden. Ich werde jetzt gleich den 24, den kleinen Pin auch noch anschließen, sonst schäumt mir das zu sehr jetzt auf. Ne? Also jetzt schäumt das richtig auf. Ne? Und wenn ihr das soweit habt, wie ich jetzt auch, dann empfehle ich euch, nicht weiter laufen lassen, sonst schäumt das hier unheimlich auf, wenn die auf 12 Volt läuft. Ja, darum, ich finde immer wichtig, wenn man so eine Pumpe PWM gesteuert hat. AlphaCool hat ja jetzt auch, oder AquaTuning hat ja jetzt auch eine neue rausgebracht, eine D5, müsst ihr mal gucken, kostet glaube ich um die 70 Euro, finde ich ganz okay den Preis.
Ne? Und die hat sogar SATA-Stecker, da habt ihr kein Molex mehr. Also die ist zu empfehlen. Ne? Ich habe sie noch nicht da gehabt. Guck mal, vielleicht, wenn es irgendwann jetzt mal passt, dass ich euch die auch mal vorstelle. So, da gucken wir mal hier. Da machen wir nämlich auch hier den PWM-Stecker jetzt dran. Und jetzt lassen wir die noch mal laufen. Jetzt wird die auch erstmal stark anfangen und müsste jetzt gleich. Müsste eigentlich runterschalten. Ach, ich muss noch umschalten wieder. Ah, ich habe das letzte auf 3 Pin dran gehabt. Ja. Ich habe das letzte 3 Pin dran gehabt. Da müssen wir mal schnell gucken. Ausgänge, Lüfter. Ja, so ein Ausgleichsbehälter, der muss nicht voll sein, wenn ihr so ein Röhrchen, so ein Steigröhrchen drin habt. Nur das Steigröhrchen, das muss unter Wasser sein. Ne? Sonst läuft euch das Wasser zurück in den Behälter und dann habt ihr immer wieder Luft drin. Ne? Ja. Ja, und ist doch okay. Ja. Finde sehr schön. Gut, passt. Alles ist dicht, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, und da können wir jetzt nämlich weitermachen. Ja, so. Ja. So, meine Freunde, weiter geht's. Ja, ihr seht, der Schaum ist weg. Ja, die steht noch nicht gerade, muss noch ein bisschen umhängen, muss noch ein bisschen gleich mal lösen. Hängt noch ein klein bisschen nach da, man sieht das Wasser, ne? Das steht auch ein bisschen schief. Aber gut, dann mache ich gleich noch. Aber der Schaum ist weg, alles ist dicht, läuft jetzt schon über eine Stunde. Ja, also jetzt ist alles okay. Jetzt kann man die abklemmen und dann kann man weiter zusammenbauen. Ne? Und ihr seht schon, Netzteil habe ich auch schon hier stehen. Ja? Diesmal ist es ein 750 Watt Pure Power L vom Be Quiet geworden, weil es reicht eigentlich aus. Ich habe das System wieder mal eingegeben im Netzteilrechner und ich hätte hier eine Auslastung von 86%. Und das ist okay. Ne? Also 86%. Ne? Müsste man nur gucken, wenn ihr über 90% seid oder ja, sogar 95%, da solltet ihr dann ein bisschen drauflegen, eine Nummer größer nehmen, ja. Aber 86%, das ist okay, da kann man nicht meckern, ja, da ist Luft nach oben noch und darum ist es das geworden. Das Pure Power 11 FM Vollmodular, auch hier wieder wunderschönes Netzteil, habe ich jetzt schon mehrere verbaut, ja, da hatten wir ja schon mal das 1000 Watt, wir hatten schon mal das 650 Watt, ja, und so weiter, also Be Quiet Netzteile, ja, immer noch absolut toll, ne, und vor allen Dingen, wir klemmen jetzt mal ab das Netzteil, so, Strom mal abmachen, so, da können wir das nämlich ausschalten hier. Bisschen Strom sparen, ne? Ja. So. Ja, und da kann man nämlich jetzt das Netzteil einbauen. Und wichtig ist halt, den Stopfen jetzt drauf machen. Ne? Den habe ich hier noch liegen. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass ihr den am Anfang, wenn ihr die Anlage befüllt habt, lasst den in der Stunde, wo ihr den laufen lasst, ja, lasst den Stopfen ab. Ja, damit hier die ganze Luft noch entweichen kann und so weiter, ja. Das mache ich also auch jedes Mal. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache, ne? Dass der Stopfen nicht direkt schon drauf ist. So, den muss man auch jetzt nicht anknallen. Jetzt ist die Anlage zu und fertig. Ja. So, dann wird die auch automatisch leiser, die Anlage. Ist auch ganz klar, ne? Weil das ist auch ein Geräuschfaktor, wenn der noch da auf ist, der Stopfen. So, hier haben wir noch was rumliegen. Bisschen Schlauch. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, ne? Alles weg. Ja. So, dann können wir eigentlich, ich muss die CPU hier hinten noch so ein bisschen in Sicherheit bringen, dass da nichts dran passiert. Ne? So. Also wie gesagt, das ist eine schöne CPU, der 2600X. Wer den haben sollte noch, ja. Also den kann man wirklich... Mit einfachsten Mitteln kann man den wirklich auf 4,3 auf alle Kerne und dann habt ihr wirklich, ja, und dann alles auf High. Also kein Sparmodus an, ja,
Denn wenn ich am Rechner sitze, da soll der arbeiten und nicht dann da rumtuckeln und rauf und runter takten und weiß ich. Ja, also da bin ich immer, ja, dass ich mir da diese Sparfunktion alles ausschalte. Ja, und wenn ich am Rechner sitze, soll der seine Leistung bringen. Ja, aber das ist auch, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, aber wie gesagt, ist eine gute CPU immer noch. Ja. Weil wird hier immer alles schlecht geredet und ach Quatsch und hin und her und der ist besser und der ist besser. Ja, wichtig ist doch, dass so ein System läuft und dass ich mit dem, was läuft, zufrieden bin. Ja, ne? Wenn ich da im Internet und wenn ich surfe und wenn ich das mache, dies mache, wenn ich spiele, zocke, wenn ich rendere und wenn der das doch alles macht, mit einer guten Geschwindigkeit, wo ich zufrieden mit bin, dann ist alles okay. Ja, da muss man nicht aufrüsten und so weiter. Hier habe ich es jetzt wirklich gemacht, weil wirklich der Preis hier absolut hammermäßig war und ich auch so eine CPU noch nicht gehabt habe und darum wollte ich jetzt einfach mal gucken, wie es aussieht, wenn man so eine CPU auch mal hat. Ne? Ihr habt ja gesehen, ihr habt ja auch hier unten oben den 12900K, ist schon ein schönes Teil auf jeden Fall und die neuen, wie gesagt, ja, da bin ich gar nicht für. Hab jetzt so viel gehört und so viel gesehen und auch privat selber, also beim Kai ja selber gesehen und so unzufrieden, also solche Temperaturen, ja, und ihr habt es ja gesehen im Bastelkeller, wenn sich die CPU noch verbiegt, ja, ich wiederhole mich da gerne, aber das darf eigentlich alles nicht sein, aber naja, wir machen nichts dran. So, also da ist das gute Stück. Ah, ist ein wunderschönes Netzteil, also wirklich Be Quiet. Ja, machen schon tolle Sachen, muss ich wirklich dazu sagen. Super leise, super Effizienz, alle Sicherheitsschaltungen, die man braucht, alles mit Plantinen. Ja, da kann man auch reingucken, da ist alles, da siehst du nichts an Kabel oder so. Ne, das ist also Wahnsinn, das ist schon toll. Ne, und ich habe die jetzt so oft schon verbaut und bis jetzt toi 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 in den letzten Jahren jetzt gar keine Probleme. Auch Rechner, die ich zusammengebaut habe, ja, die würden sich ja sonst melden bei mir. Auch da gar nichts. Keine. Toi toi toi, muss man sagen. Ja. Muss man auch mal erwähnen, wenn sowas gut ist. Ne? Kann ja nicht nur manchmal was schlecht machen oder ja, schlecht machen ist immer einfach. Ja. So, Kabel können wir eigentlich schon dran machen. Was brauchen wir? Wir brauchen CPU auf jeden Fall. Einmal 8 und einmal 4 hätte ich. So, da haben wir hier, glaube ich, den 4-4er. Müssen wir mal gucken. Auf dem Netzteil steht es immer drauf, wo ihr rein müsst. Ja, hier sind also die SATA-Anschlüsse. Hier ist PCI für Grafikkarte. Und hier haben wir einmal und zweimal für die CPU. Ja, dann nehmen wir hier den ersten schon mal. So, schön reinschieben. Da haben wir schon mal das erste CPU-Kabel. Das ist aber der 4-4, den kann ich auseinanderziehen. Und da müsste eigentlich jetzt noch ein 8er liegen. Gucken wir mal, was haben wir hier? Das ist Grafikkarte. Das ist auch Grafikkarte. Das ist SATA, die brauchen wir gleich. Den 24 brauchen wir auch. Und hier ist das nächste. Genau, hier ist nämlich das 8-Pin. Was man nicht auseinander machen kann. Ja. So. Da brauchen wir den auch. So, steht auch hier drauf. CPU, ja. Der andere Stecker, wie gesagt, kommt ins Netzteil. Wir haben zwei Leitungen. Wenn ihr 2x8 habt, könnt ihr damit auch bedienen. Gar kein Problem. Also mit dem Netzteil hier, ne, 2x8. Oder wie ich es habe, 8 plus 4 oder 1x8. Wenn ihr sagt, 1x8 reicht auch, ist auch kein Problem. Dann macht er nur ein Kabel dran. So, dann haben wir hier das 24-Pin. So, schmeißen wir da mal rein. Das brauchen wir auch. Wir sind auch schön gesleeved, die Kabel. Das sieht auch immer eigentlich relativ gut aus in Schwarz. So, und dann müssen wir jetzt hier den großen Stecker und den kleinen
der kommt hier auch noch rein. So, wie gesagt, achtet drauf, dass ihr das richtig schön einsteckt, dass alles richtig schön drin ist. Ja, ruhig mal dran ziehen, dass die dürfen nicht so einfach rauskommen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Das ist ja an der Seite immer so ein Hebelchen, ja, das rastet ein. Ich schalte es mal besser ins Licht. Nun komm schon, da, ja, jetzt kann man es sehen, ne? Dass das richtig eingesteckt ist alles. So, dann brauchen wir auf jeden Fall SATA für den Controller. Oh, haben wir vielleicht auch sogar ein Kombi mit SATA und... Ja, hier haben wir doch ein Kombi. Warte, dann wäre es ja Quatsch. Dann kann man ja direkt das Kombi-Kabel nehmen. Weil ich habe einmal SATA und einmal von dem Gehäuse Molex und einmal von der Pumpe Molex. Genau. Müsste man zweimal Molex und einmal SATA haben. So, was haben wir hier dran? Gucken wir mal. Hier haben wir einmal SATA, zweimal SATA und zweimal Molex. Passt genau. Brauche ich auch nur das eine Kabel dann anschließen. Was man ja nicht braucht, ne, muss man auch nicht anschließen. So. Auch gut reinstecken. Fertig. Ja, da sind wir eigentlich schon wieder mal soweit durch. Gucken wir mal, wie es reingeht. Das wird wahrscheinlich von hinten von der Seite reingehen. So. Karton, den schmeißen wir mal hier rüber. Da ist natürlich auch eine Anleitung dabei. Hier steht alles nochmal drin. Ja, das gibt es. Das Pure Power FM gibt es 750 Watt, 650 Watt, 550 Watt. Ne? Und auch mittlerweile 1000 Watt. Ja, also das ist auch ganz wichtig, das Pure Power 11. Und die haben alle eine Gold-Zertifizierung. Auch ganz wichtig, ja. Also auch dahin absolut in Ordnung. So, jetzt schieben wir das hier hinten von der Seite rein. Muss man ein bisschen aufpassen. Da haben wir die Kabel. Ja, passt aber. Ist schon fast so gut wie drin. So, jetzt hier hinten noch drauf. Ja, und da sind wir eigentlich schon. Ja, gucke ich noch mal, ob alles richtig ist. Ja, denn den Controller, den muss ich gleich noch mal rausholen. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir den reinkriegen. Jetzt brauchen wir ein paar Schrauben. Die sind eigentlich auch beim Gehäuse dabei. Da haben wir den Controller auch schon eingesteckt. Der kann ja hier jetzt liegen. Jetzt kann ich hier die ganzen Kabel anschließen und schiebe den entweder hier rein oder ich kann ihn hier irgendwo hinhängen. Müssen wir mal gucken, wo am besten passt. Aber ich glaube eher, dass ich ihn hier unten reinlege. Ja, Kabel müssten eigentlich alle reichen. Ja, meine Freunde, da guckt ihr, ne? Ja, ich gucke auch. Ja, was ist passiert? Die Pumpe ist kaputt, wo ich sie noch jetzt gelobt hatte, ne? Ja, und jetzt ist sie kaputt. Ja, lief auf einmal nicht mehr. Ja, ausgebaut und auch noch mal alles nachgeschaut und Kabel alle nachgeschaut. Ne, die Pumpe läuft nicht mehr. Ja. Jetzt habe ich den natürlich über Amazon bestellt und da war dann der Verkäufer, keine Ahnung wie das Ding heißt, der kleine Händler. Und da soll ich mich jetzt erstmal dran hinwenden. Ja, bin mal gespannt. Die ist ja noch kein Jahr alt. Ich glaube im Mai letztes Jahr. Ja gut, etwas über ein Jahr. Aber ist ja 2 Jahre Garantie drauf. Ne? Also jetzt lasse ich mich natürlich überraschen. Jetzt haben wir natürlich hier wieder... Ja, jetzt müssen wir doch was anderes einbauen. Dann mache ich nämlich doch die Artic rein, so wie es erst vorhatte, aber eben mit anderen Lüftern. Ja, und ja, schade eigentlich, ne? Weil jetzt nochmal eine neue Pumpe bestellen und. Nö, jetzt will ich erstmal gucken, was da passiert. Weil die war ja gar nicht billig. 85 Euro noch was. Über 85 Euro habe ich bezahlt. Ja. Und ja, ich halte euch da auf den Laufenden auf jeden Fall. Und gucke jetzt mal. Ich muss den Block noch abbauen hier. Ne? Und lief ja eigentlich super. Ja, muss ich wirklich dazu sagen.
Und ja, und dann auf einmal denke ich, wieso läuft die nicht mehr? Ja. Ja, so ist es. So geht auch das einmal kaputt. Ne? Ist ja auch von Alpha Cool. Notfalls muss ich vielleicht nach Alpha Cool mal schreiben, aber ich glaube schon, der Händler, dass das funktioniert, weil Amazon hat dann geschrieben, ich soll also, wenn ich da nicht klarkomme, mich nochmal bei denen melden. Ja. Ne, für mich ist ja eigentlich Amazon maßgebend, aber naja. Man macht das ja erst jetzt mal und das dauert ja alles jetzt wahrscheinlich darum. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr sowas habt, ne, da wartest du jetzt, kannst du den Rechner nicht zusammenbauen, ne? Ja, das ist immer so eine Sache. Ja, vor allen Dingen, wenn so eine Pumpe während dem Betrieb ausfällt, ne, dann, ich meine, gut, der schaltet irgendwann aus, wenn die CPU zu heiß wird, ne, da passiert so nichts eigentlich. Aber gut ist es alles nicht, ja. Ja, meine Freunde, das ist eben, Wasserkühlung hat seine Vor-, aber auch Nachteile, ne? Ja. Also, räume ich jetzt erstmal auf. Ich habe das jetzt alles hier noch so liegen. Ich habe das alles jetzt gerade noch geklärt. Und, ja, ich wollte euch das nur mitteilen, damit ihr nachher nicht denkt, was hat er denn jetzt wieder eingebaut? Ist ja ein ganz anderes System. Nee, leider nicht. Ja, und jetzt gucke ich mal, wie wir da was anderes einbauen. Ne? Ihr seid auf jeden Fall nachher dabei. Alles klar, meine Freunde, so geht's. So, meine Freunde, ja, weiter geht's. Ich habe jetzt die Artic eingebaut. Und ich habe mir aber ja ein paar neue Lüfter besorgt. Ja, das seht ihr, da hinten steht das und dahinter dem Gehäuse noch mehr. Ja, und es sind die Noise Blocker Black Noise geworden. Absolut, das ist die Loop X-Serie, die ARGB. Die gibt es mit weißen Rahmen. Die gibt es mit schwarzen Rahmen. Die habe ich auch schon öfters mal vorgestellt. Wir haben jetzt hier natürlich bei dem Projekt die mit den weißen Rahmen. Ja, und da wollen wir natürlich dann gucken, dass wir das hier alles austauschen. Auch hier die Lüfter der Wasserkühlung werden ausgetauscht gegen die 140er. Das heißt von Black Noise. Und da wollen wir natürlich mal gucken, wie das alles funktioniert, weil wir brauchen natürlich dann auch andere Schrauben, etwas längere Schrauben. Das sind hier 25 mm, die 140er der Noise Blocker haben eine Dicke von 29 mm. Ja, das heißt, wir brauchen ja schon 30 mm Schrauben, um so gerade hier mal den Lüfter durchzubohren, das heißt, und 5 mm brauchen wir hier um den Radel, also brauchen wir 35 mm Schrauben. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich da was Passendes habe. Ansonsten muss ich mir hier natürlich was Passendes machen. Ja, das ist natürlich, wenn man sowas macht, muss man gucken, dass man dann die richtigen Schrauben vorher oder auch währenddessen sich da so ein bisschen was besorgen kann. Ja, wir gucken mal, welches Gewinde es ist. Das heißt, dann bekommt ihr das auch mit. Ja, ist natürlich schade mit der Wasserkühlung, habt ihr gesehen. Ich hatte es mir so schön ausgemalt und es sind mittlerweile natürlich ein paar Tage vergangen. Ja, und die Pumpe ist also beim Hersteller angekommen. Bin mal gespannt, habe noch gar keine Info bekommen, ob jetzt was jetzt passiert, ob ich eine neue bekomme oder wie das. Aber ich halte euch da auf den Laufenden und wir gucken mal, ja, was dann passiert. Wäre natürlich schön gewesen, dann hätten wir hier eine schöne RGB gehabt. Das heißt vom Kühler her. Ja, ich hatte es ja mal ausgetestet. Es sah ja wirklich sehr schön aus, gerade weil wir ja hier jetzt gleich zumachen, ja, mit den Lüftern hier. Wir haben ja nur eine kleine Glasfront. Wäre das natürlich schön gewesen. Aber wie gesagt, die Anlage ist absolut super. Ja, und was mich so ein bisschen erschrocken hat, kann ich euch jetzt im Vorfeld auch schon mal erzählen, so ein bisschen. Ich habe natürlich hier vorher mal getestet. Ja, das heißt, die normale Wasserkühlung, ihr habt ja gesehen, ne? Mit der Pumpeneinheit, mit allem, mit dem 360er Radiator. Ja, und habe dann hier auch schon mal getestet. Und was soll ich euch sagen? Wir haben hier wirklich 1 Grad vielleicht Unterschied von der Temperatur. Also die Artic IO Wasserkühlung, die 280er,
kühlt genauso gut, wirklich 1 Grad, glaube ich, wenn es überhaupt 1 Grad ist, ja, wie eine 360er Custom mit toller Pumpe, mit schönem Ausgleichsbehälter. Ja. Und das waren auch wirklich 3 sehr gute Lüfter, die da drauf saßen. Das waren ja auch die Noise Blocker. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also da habe ich mich sehr erschrocken. Da habe ich echt gedacht, ja, das sind so 5 Grad mindestens Unterschied. Nee. Also wenn es 1 Grad ist, ist es viel. Also darum, die Arctic, der ist schon von der Kühlleistung her absolut brachial, absolut toll. Ja, ihr seht, ich habe das hier mit so einem Klettverschluss so ein bisschen nach hinten gezogen, weil das gefiel mir nicht, dass die hier so weit nach vorne kamen, die Schläuche. Ne? Kann man ruhig machen, kann man hier mit so einem Klettbinder ja, ein bisschen festmachen. Sieht relativ noch gut aus. Wir werden sehen. Jetzt kommen erstmal die Lüfter alle rein. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Dann sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Ja, mit Lüfter bestückt. Wird schon eine feine Sache. Ja, und wie gesagt, wir haben hier natürlich die weiße Version. Ja, das passt ja zu dem Gehäuse auf jeden Fall. Und bei den Noise Blocker Lüftern hier, da ist immer alles dabei. Ja, das sind natürlich traumhaft schöne Lüfter. Also die sind wirklich traumhaft schön. Die könnt ihr so schon montieren. Die haben hier auch immer eine Entkopplung drauf. Die haben Entkopplungsgummis nochmal hier drin. Die haben Schrauben, Muttern. Alles ist dabei. Lange Kabel, kurze Kabel. Ja, also das sind schon traumhaft schöne Lüfter. Ja. Man muss nur bedenken, bei den Noise Blocker Lüftern ist immer, wenn man einschaltet, drehen die einmal komplett hoch, ja, um sich zu einzustellen, und dann fahren die runter, so wie man sie eingestellt hat, im BIOS oder so, wie sie eingestellt sind. Ja. Und da fragen dann immer viele, Kalle, ist das normal, dass die einmal komplett hochdreht? Ja, das ist ganz normal. Ne? Also wenn ich den Rechner einmal starte, bläst alles einmal richtig gut durch und dann fahren die auf die Werte, die stehen, auf die PWM-Werte, und dann das ist genauso richtig. Ja, das ist gewollt, ja, also da müsst ihr euch nicht erschrecken. Das ist aber auch nur kurz, wenn man einschaltet, und danach sind die flüsterleise, absolut toll. Ne? Also, wie gesagt, das wird hier, das sieht ja schon ganz anders aus, wenn jetzt hier gleich alles Lüfter drauf sind. Ja, ne? Wie gesagt, da sind alles Schrauben dabei, da braucht ihr sonst eigentlich nichts. Die lassen sich sehr gut mit diesen langen Schrauben und diesen Rändelschrauben. Das sind also hier so lange Schrauben dabei. Manchmal hat man Glück, dass die sogar auch im Radiator passen. Ja? Kommt immer auf die Marke an. Ja? Gucken wir gleich mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja? Und wie gesagt, ich hole mal alles raus. Dann sind da so Gummistopfen dabei. Die kann man auch nochmal zur extra Entkopplung nehmen. Muss man nicht. Kann man. Ne? Wir machen es diesmal jetzt hier nicht, weil wir sind eigentlich damit sehr gut entkoppelt. Wir nehmen wohl lange Kabel. Wir müssen nachher gucken, dass wir natürlich zum Controller kommen, das Ganze hier verbinden. Ja, dass wir auch hier die ARGB und auch die Lüfteranschlüsse, dass wir hier alles passend haben. Dafür nehme ich die langen Kabel. Ne, die zieht man so ein kleines bisschen auseinander. Dann kann man die schon mal hier einstecken. Wie gesagt, wer jetzt hier unten direkt, hier gibt es manchmal direkt so einen Lüfteranschluss, der kann natürlich auch hier ein kurzes Kabel nehmen. Ja, ich habe es hier bei dem Board jetzt nicht, darum nehme ich hier beide lange Kabel. So, da ist auch so ein Stopfen auf dem Stecker hier. Ne? So, und dann kann man das hier einstecken. Wenn die gut halten, muss man da nichts drum machen. Hält relativ gut. Ansonsten empfehle ich immer, macht hier so einen Streifen. Jetzt geht er auch schon wieder auseinander. Macht hier so einen Streifen Teser drum. Ja, da seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr da mal dran zieht, von hinten gleich, dass euch die nicht auseinander gehen. Habe ich nämlich alles schon gehabt. Und dann wundert man sich, wenn man einschaltet, dass die nicht leuchten. Ja. So, jetzt kommt nämlich das Problem. Jetzt ziehe ich von hier hinten. Na, komm her, du. So. Die Kabel soll man ja so gut wie wenig sehen.
Ja, das ist gut so. Schieben wir gleich noch ein bisschen höher. So, dann machen wir hier schon mal die erste Schraube rein. So, dann gehen wir ganz nach oben. So, meine Freunde, ja, jetzt haben wir hier hinten, hier vorne haben wir jetzt die Lüfter drin, hier hinten haben wir jetzt einen 120er genommen, ich weiß auch nicht, hat glaube ich irgendwie einen vergessen, ja, ist egal. Hier unten, die würden passen, aber es ist unheimlich sehr knapp, vor allen Dingen, weil die Kabel ja hier von dem Seitenteil, ne, die müssen ja auch irgendwo durch hier unten. Muss ich mal gucken, ob ich hier die Klappe nicht aufmache hier an der Seite, dass ich da die Kabel dann durchführe, weil alle hier durch... Durch das kleine Gummiteil da oder da hinten, das ist mir wahrscheinlich, ja, aber könnte auch hier hinten raus, da, hier hinten raus, könnte man eigentlich auch. Ja gut, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Grafikkarte reinmachen. Und wie gesagt, bei der Grafikkarte, da habe ich ja was Neues. Denn ihr wisst ja, wenn man hier so eine schwere, breite Grafikkarte hat und jetzt die Kabel hier einsteckt, dann hat man hier so einen Bogen hängen, ne? Und dieser Bogen... Der kommt, das stört dann je nachdem schon mal an der Scheibe oder es stört auf jeden Fall. Und da habe ich mir was bestellt. Die kriegt man dann in so einem Dreier-Set. Das sind so Winkel. Die habe ich schon öfters mal gesehen, aber eigentlich habe ich immer gedacht, naja, braucht man die? Jetzt finde ich das gar nicht so verkehrt. Ne? Das heißt, da habt ihr praktisch so einen Winkel und dann könnt ihr die Grafikkarte von hier vorne einstellen. Also ich zeige euch das jetzt mal. Also das ist eigentlich eine richtig tolle Sache. Jetzt muss ich mal gucken, wie der eingesteckt wird. Das ist so rum, genau so. Die kommen dann hier drauf. So, guckt mal. Ja, also ich zeige es nochmal. Da sind die 2x8 Pin. Die kriegt ihr auch als 6 Pin. Ja? Also bei Amazon habe ich die bestellt. Und dann drückt ihr die einfach hier rein. So, einmal. 8 Pin. Oder wenn ihr jetzt 8 und 6 Pin habt oder so, ne? Ja, das gibt es alles, das ist ja gar kein Problem. So, guck mal, wie sauber das aussieht. Und jetzt kommen die praktisch von da vorne rein, die Kabel. Also ich finde das genial. Jetzt hast du keinen Bogen mehr, was hier vorne irgendwo übersteht. Ne? Und kannst die schön gerade hier über die Backplate schön einstecken. Also das fand ich eine gute Sache und jetzt gucken wir mal, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorstelle hier. Ich stecke die jetzt hier mal rein. So, einmal. Den müssen wir einmal kurz drehen. Ja, glaube ich schon. Mal gleich ein bisschen. So, zweimal. Das müssen wir natürlich jetzt nach hinten wegschieben. Und jetzt machen wir die erstmal rein hier. So. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das hier hinten irgendwie gezogen kriege. So, ja genau. So. Ja, das ist doch viel, viel schöner. Also, guckt mal, wie schön das aussieht. Ich hoffe, ihr seht das. Also richtig toll, kein Bogen mehr da liegen. Also das finde ich genial. Die Kabelschuhe hier noch ein bisschen gezogen. Genau. So. Da können die hier schön flach drüber legen. Das finde ich mal eine ganz tolle Angelegenheit, die Winkel. Ich hoffe, ihr seht das. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen mehr Licht reinbringen kann, dass man das besser sieht. So, also richtig schön flach liegen die jetzt da über die... Na, kann man noch ein bisschen dunkler machen, Kalle. So. Ja, also ich hoffe, ihr seht das. Genial, genial, sieht richtig nice aus. Ja, gefällt mir. Sehr schön. Ja. So, und dann machen wir die auch direkt fest, die Grafikkarte. So, ein bisschen höher. So, einmal.
Und zweimal. So, Türchen zu. Weihnachtstürchen, ja. Kommt auch, meine Freunde. Ja, ich bin da an was dran und da könnt ihr euch vielleicht auch drauf freuen. Ja, ich versuche da was zu organisieren für euch und ja, da machen wir Weihnachten auch ein bisschen was für euch. Ja, so, und schaut doch mal, wie schön das aussieht. Ja, und natürlich habe ich mir auch wieder hier, weil das letzte geschrieben wurde, ist geniale Idee, wieder so eine Grafikstütze gemacht hier, ja, mit den Gummiteilen hier. Ja, also das Ding ist wirklich absolut schön. Ja. Und sieht noch relativ gut aus mit dem Röhrchen. Ne? Ja, stört nicht. Durchsichtig. Ja, passt. Ja, und die Grafikkarte hängt nicht runter. Euer Slot wird nicht die ganze Zeit belastet hier. Also auch das ist toll. So, jetzt wollte ich gucken, wie ich jetzt die Kabel... Ich glaube, ich mache doch hier an der Seite die Luke auf. Ja, ist, glaube ich, das Allerbeste. Da können wir die Kabel alle da raus. Bevor ich jetzt alles da hinten irgendwie durchs Gummi ziehe. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt ist die wieder abgegangen hier. Ich stütze. Ja. Ja. Weil sieht man ja doch nicht so viel von, wenn hier jetzt gleich das Bracket vor ist, dass man hier das Loch so großartig sieht. Ja, und dann machen wir das hier so, dass wir die Kabel alle jetzt hier unten durchreichen. So, machen wir uns einen Strang hier. Ich muss den von der anderen Seite jemand annehmen. Ja. So, da ist jemand, der zieht da kurz. Ja, und schon haben wir's. Ja. Oh, sehr schön. Ja. Oh, ist das. Ich finde das genial. Also gut, das ist wieder, ne, Geschmackssache. Der eine sagt, nee, geht gar nicht. Der eine sagt toll, ja. So. Ich glaube, war hier unten eigentlich auch eine oder war nur da oben eine? Ich glaube, da war nur da oben eine. Hier unten hält die von alleine, ne? Ja, genau. So, das hält ja auch. Und hier das mit den seitlichen Tasten und USB-Anschlüssen. Mega, mega, mega. Richtig mega, ja. So, also, jetzt haben wir nur noch so ein kleines Fensterschild. Ich finde es toll. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier wieder einiges anzuschließen. Das mache ich jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier bei dem ganzen Wirrwarr wieder irgendwie einen Anfang habe. So, die Grafikkartenkabel können wir jetzt auch alle hier. Das sieht irgendwie heiß aus. Irgendwie. So. Ja, schaut doch mal. Wäre natürlich jetzt klasse gewesen, wenn wir hier die RGB noch gehabt haben. Haben wir jetzt nicht. Gut, die Kabel, die da man hier hinten sieht, die kann man noch schön verlegen. Da müsst ihr dann gucken, dass ihr euch das da mit Kabelbinder schön macht. Ne? Und dann käme jetzt hier die Scheibe drauf. Ja, sehr gut. So, die Scheibe machen wir aber später erst, weil das sonst wieder blendet. Das heißt, wir lassen die jetzt erst nochmal weg. Ja, wir wollen jetzt erstmal gucken, ob alles soweit läuft. Das ist ja ganz wichtig, dass auch alles leuchtet. Fernbedienung hatte ich auch irgendwo eben. Ja, da ist sie. So, müsste aber noch alles auf RGB stehen. Ne, da müssen wir jetzt gucken, dass das hier erstmal alles funktioniert. So, das heißt, meine Freunde, wir sind soweit erstmal fertig. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Oh. Ja. Ich baue jetzt nebenan auf und dann sehen wir uns gleich ja, einfach wieder. So, meine Freunde. Ja, da haben wir noch ein schönes Bild. Ne? Ja, ihr seht, ich habe ja hier unten jetzt auch den Monitor von oben. Ja, da kommt auch wieder was Neues. Könnt euch auch noch überraschen lassen. Ja, also es geht immer Schlag auf Schlag weiter. Ja,
Und ja, jetzt ist das natürlich hier richtig schön passend, schön in weiß alles, ne? Also Monitor, Gehäuse, also das ist schon richtig schick. Ja, ich kriege auch noch was für meine Wand hier oben. Ja, der Kai hat noch ein kaputtes Board, das kommt wieder dazu. Ja, hier wird noch ein bisschen was, ja, ist vernünftig. Und ihr seht auch meine Lautsprecher, ich habe dieselben, die ich oben habe, habe ich mir nochmal gebraucht gekauft. Die THX von Logitech. Haben einfach einen super Bums und ja, sind einfach klasse. Ja, ne, auch das habe ich mir noch mal gegönnt. Ja, günstig bekommen, muss man nur ein bisschen bei eBay gucken. Ja, und ja, jetzt bin ich natürlich selber gespannt, ne, weil schön ist natürlich jetzt hier die, ne, ey, da wackelt was. Ja. Nicht so gut. Ach, da hängt ein Kabel drin. Ach, so, jetzt. Schon erledigt. So. Schon erledigt. Guck mal, oh, wie toll. Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Oben ist auch noch nicht so richtig. Da ist auch noch nicht. Da hängt noch irgendwo ein Stecker, was kann ich nicht richtig drin. Da müssen wir mal schnell gucken hier. Machen wir die. Hier haben wir sie. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Hier haben wir sie. So. Ja. Wieder rausgerutscht. Ja. So, jetzt. Alles eigentlich, ja, jetzt haben wir's. Natürlich laufen die jetzt noch auf Volldampf, das hört ihr. Da gehen wir natürlich jetzt erstmal sofort hin, machen Neustart. Ja, so. Entfernen drücken. So, dann sind wir schon hier im BIOS, da gehen wir auf den Hardware-Monitor, welche laufen hier so hoch, das ist hier System 1, auf PWM und auf Smart und schon wird der Rechner leiser. So, wird noch herunter. Jetzt hat er es geschnappt. Jetzt geht es runter. So. Schau doch mal, wie schön leise. So. Pumpe. Da haben wir auch PWM. Da hatte man vorher die Pumpe dran. Die können wir jetzt auch so ein bisschen einstellen hier. Laufen die auch mit 480. Sehr schön. So, ja, XMP hab ich an, seht ihr ja. Wir haben den Ryzen 9 3950 X16 Core 32 Memory. Der läuft jetzt mit 3200. Alles gut. Ja, jetzt gehen wir auf F10. Bestätigen. Und das war's. Seht ihr? Und das System läuft klasse. Das sieht sowas von mega aus. Ich hoffe, es kommt im Video rüber. Auch vorne, die Lüfte vorne. Klar, von der Grafikkarte sieht man nichts. Das ist schon klar, da hat derjenige ja recht gehabt. Aber guckt euch das an. Dafür hast du hier eine Front, die einfach, ja, die ich so noch nicht gesehen habe. Das sieht megamäßig aus. Ja. Und da haben wir unser Bild, da haben wir unser
da ist alles. Ach, Wahnsinn. Richtig schön. Und? Ja. Was soll man sagen? Fast nicht zu hören. Also echt schon mega. Mega leise für die ganzen Lüfter wieder. Also neues Blocker, das sind einfach tolle Lüfter und vor allen Dingen in Weiß. Das kommt richtig gut rüber hier. Ja, ich werde gleich mal auch vielleicht mal alles dunkel machen, vielleicht, dass man es ein bisschen besser einfangen kann noch. Aber das ist natürlich absolut mega. Ja. Und jetzt gucken wir mal was. Ich zeige euch das kurz hier. Ich hoffe, ihr seht das wieder nicht. Müsste ich mit abfilmen. Da habe ich die Bilder, glaube ich. Hier, da, das war es. 62A. Da habe ich hier mit der normalen Wasserkühlung, ja, da habe ich hier Temperatur gehabt an der CPU 59,8. Ja, im Cinebench R20. Wir hatten etwas über 9000 Punkte. Und habe den auch ein paar Mal durchlaufen lassen, wie gesagt, und habe hier 59,8 Grad mit der Custom Wasserkühlung 360 mm Radiator, ja, Pumpe, Ausgleichsbehälter, Superlüfter von Noise Blocker und so weiter. Das nächste, wo die Pumpe kaputt gegangen ist, war jetzt dann mit der Arctic, das heißt mit der Liquid Phaser 2 280er, ja, 280er mit zwei Lüftern. Und da haben wir auch wieder etwas mehr an Punkte gehabt. Ja, jetzt sind wir verschieden, mal mehr, was weniger. Da haben wir 9100 fast gehabt, nicht ganz. Und wir haben eine Temperatur von 60 Grad max. Also 0,2 Grad schlechter. Ja, und das ist das, was mich so verwundert hat. Also so eine Custom-Wasserkühlung ist schön. Das ist auch optisch sehr schön. Aber wer sich das installiert wegen mehr Leistung oder bessere Kühlverhalten, da muss ich euch enttäuschen, da werdet ihr selber enttäuscht sein, wenn ihr so ein Ergebnis seht, dass das nur 0,2 Grad Unterschied zwischen der Arctic und einer Custom Wasserkühlung. Ja. Ich sage jetzt mal die Arctic, ich weiß jetzt nicht, wo die preislich liegt im Moment, 120 oder so, ja, aber so eine Wasserkühlung, da bist du ja alleine bei Pumpe schon 85, Ausgleichsbehälter 50 und. Da bist du ja weit drüber, ja, also das müsst ihr euch wirklich überlegen, ne? Da kommt CPU-Block noch dazu und so weiter, ja klar, sieht das schöner aus, ne? Jetzt haben wir hier keine RGB, ne? Aber ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, ne? Nicht, dass ihr nachher sagt, Mensch, der Kalle, der hätte das ja auch mal sagen, ja, macht so viel mit PC und, ne? Das ist ja auch vielleicht mal wichtig zu wissen, wo liegt da der Unterschied. Ich kann euch nur zeigen, sind 0,2 Grad gewesen. Zwischen einer 360er und einer 280er IO. Ja. Ja, und jetzt gucken wir mal mit den Lüftern an der Seite noch. Da hatte ich nämlich auch bei der Grafikkarte Tests gemacht. Da kam ich bei der Grafikkarte im Fuhrmarkt auf 73 Grad. Ja. Und jetzt haben wir ja hier die Lüfter an der Seite. Ja, jetzt, wir können jetzt trotzdem noch mal den Stresstest machen. Also diesen Cinebench R20. Können wir trotzdem noch machen. Wir können auch trotzdem mal den HW Info dazu nehmen und gucken mal, ob wir jetzt mit den Lüftern hier noch ein besseres Ergebnis haben. Ich glaube nicht, also ich glaube es nicht, aber wie gesagt, wir lassen mal durchlaufen und dann gucken wir einfach mal, wo sind wir? 55 Grad, 56, 57. 57,5. Ja, aber die drehen ja kaum, ne? Das hört ihr, glaube ich, auch, ne? Leicht, dass die ein bisschen hochdrehen. Also, die drehen noch nicht mal. Wo haben sie? Da unten. CPU. 700. Die gehen ja gar nicht hoch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt das beste Ergebnis, 9082 sogar, und Max-Temperatur war an der CPU 58,8. Also doch noch, je nachdem, ein bisschen gespart. Wir machen noch einen zweiten Durchlauf. Ne, habe ich ja auch, ich glaube, ich habe immer so drei Durchläufe gemacht. Ne, aber da tut sich nicht viel. Also da seht ihr selber jetzt auch mit den Lüftern, die eigentlich dann noch mehr Druck ausüben, aber
Naja, vielleicht kommen wir da an einem Grad. Naja, wir sind jetzt bei 59,0. Also da 59,1. Also das ist auch plus minus. 59,4. Ja, ja. Wenn ich jetzt gleich noch einen Durchgang mache, dann sind wir auch bei den 60 Grad. Ja. Ja, also da seht ihr, da tut sich dann auch nicht mehr viel. Ne? Obwohl hier tut sich natürlich was, indem wir natürlich die Lüfter hier, guck mal, die haben maximal mit 730 Umdrehungen. Ne? Wenn ich die jetzt im BIOS noch ein bisschen besser einstelle, dass die schon bei 55 Grad mit 100% laufen sollen, ne? Dann laufen die natürlich viel höher. Da könnte man noch ein paar Grad einsparen, aber es sind Temperaturen, da ist Luft nach oben. Das finde ich, das ist ein Rechner. Da macht es Spaß, das sind Temperaturen, da kann ich mit arbeiten. Wenn ich jetzt im Spiel rechne, dann habe ich im Spiel vielleicht meine 50 Grad, wenn überhaupt. Ja, da kann ich also auch im Sommer, brauche ich mir da keine Sorgen machen. Und wenn ich die neuen Systeme alle sehe, was da abfackelt, was da wegschmort, was da für Temperaturen herrschen, also nein. Nein, dann lieber hier so ein älteres System sich zusammenbauen. Was heißt alt? Aber ein bisschen älteres System sich zusammenbauen. Der 5900X ist natürlich auch ein toller CPU. Der 5800X3D ist super im Preis im Moment. Ich glaube, der war das letzte sogar 329 irgendwie was. Ein Hammer CPU zum Gaming. Also da solltet ihr euch dann ein schönes X570 oder B550 Boch dazu nehmen. Ja, vernünftigen RAM und dann habt ihr einen tollen Rechner, wo ihr wirklich die nächsten Jahre ganz easy mitarbeiten könnt. Ja. So, aber ich wollte noch mal gucken, ob das in der Grafikkarte noch was gebracht hat. Dann machen wir noch schnell den Fuhrmark mal. Den 1440 Go. Jetzt wollen wir mal gucken. Also ein Grafikkarten. Benchmark, ne, den kann man sich auch runterladen, der ist auch kostenlos. Ne, der belastet die Grafikkarte also mit knapp 100%, 97-98%. Und da sehen wir unten die Temperatur. Wir sind bei schlappen 56 Grad. Ja, 57, ja, das steigt noch ein bisschen, aber die kriegt natürlich hier von den Lüftern. Ja, da kommt hier oben kaum Wärme an, ne? Also das ist ja von hier Luft, von da Luft, also puh. Super. Was haben wir? 59 Grad, ja, knappe 60 Grad, vorher ist 73 und wir sind schon gleich durch. Ja, 60 Grad. Da sind wir durch. Max-Temperatur 61 Grad. Da steht's. Ja, ich weiß, ihr seht das jetzt nicht, ne? Aber ich kann es euch hier, da wo mein Mäuschen ist, da. Da ist es. Ich weiß nicht, ob ich es ranholen kann. Mal gucken. Da könnt ihr es, glaube ich, sehen, ne? Da, diese 61 Grad, ja. LC Power, mir gefällt's. Super. Kann man richtig toll was machen. Und das sieht so schön aus. Und jetzt mache ich mal kurz überall hier. Ich mach mal dunkel, vielleicht kriege ich es besser eingefangen. So. Weil es wird wahrscheinlich auch mein letztes System für dieses Jahr ja sein. So, meine Freunde. Machen euch mal hier mit rum. So. Ja, ich drehe das hier ein bisschen rum. Schaut euch das mal an. Wie schön das aussieht. Ja. Ja, das ist mein Weihnachtsbaum, ne? Genau, weil ich kann ja keinen Baum stellen wegen den Katzen. Ne, die würden den wahrscheinlich ruckzuck zerpflücken. Aber das ist natürlich ja, sehr schönes. Puh, ist das schön. Ist auch jetzt nicht zu grell, dass ich sagen würde, oh, das blendet mich jetzt hier beim Spiel oder Zocken. Ja, jetzt kann man hier mal richtig schön abends sitzen. Ja. Bisschen was Musik, Gläschen Wein. Ja, meine Freunde. Also toll. Wie gesagt, jetzt kommt noch die Glasscheibe wieder drauf. Vielleicht kann man die RGB noch ein bisschen einstellen. Das kann man sicher alles machen, wie man das gerne haben möchte. Ja.
Ja, ich hoffe, meine Freunde. Ja, jetzt verschwindet das hier immer, wenn der das nicht regelt kriegt hier, ne? Ja, ich mach mal wieder das Licht an, das ist ja schon schön. Ja. So, machen wir Licht an. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, es war mir wieder eine Freude, hier Hand anzulegen. Wir haben gesehen, es gibt neue Möglichkeiten, vor allen Dingen diese Winkel für die Grafikkarte. Die finde ich absolut mega. Ihr seht, ja, das liegt so flach, das sieht man jetzt gar nicht. Das ist richtig toll gemacht hier. Hält auch sehr gut alles. Ja. Ja, also das ist auch wirklich toll, diese Winkel. Könnt ihr euch, die gibt es auch, glaube ich, fürs Mainboard oben, für die CPU-Anschlüsse. Müsst ihr mal gucken. Auch für den 24-Pin gibt es sowas, glaube ich, auch. Ja, also wenn ich das nicht vergesse, ich will es hoffen, sonst müsst ihr mich daran erinnern, setze ich den Link mal rein. Und ja, ansonsten, was mich hier so ein bisschen wirklich absolut, das ist das Teil hier. Weil ich brauche nicht mehr hier oben irgendwo gucken, ne, wo ist der USB-Anschluss und der Anschluss und der Power und weiß ich. Und das hast du jetzt alles hier schön an der Seite. Ja, Grafikkarte kriegt von hier Luft, das sieht schön aus. Und ich finde es gar nicht so verkehrt, dass man jetzt nicht mehr so viel von dem Board sieht. Es gibt Gehäuse, da sieht man noch weniger, je nachdem. Ne? Also ich finde es passend. Ja, vor allen Dingen auch mit dem Monitor war das schon toll, dass ich da mich entschieden habe, den hier runterzuholen. Passt hier viel besser. Und ja, wie gesagt, lasst euch überraschen, da kommt jetzt oben dann auch was Neues noch. Da kommt noch auch wieder hier. Da hatte mich auch jemand gefragt, Mensch, ich mache so viel mit PC und habe hier so eine alte LC Power Tastatur liegen. Ne? Ja, das sind schon so Sachen, da denkt man manchmal selber gar nicht drüber, aber ihr habt recht, da kommt auch was, lasst euch überall, kommt einiges Neue. Und wie gesagt, ich versuche für euch alles in Bewegung zu setzen, um was zu organisieren. Hat sich schon ein bisschen was getan, ich finde es toll. Ich hätte das nie gedacht, dass die Hersteller doch da bereit sind, für uns oder für meinen Kanal oder für euch überhaupt was da springen zu lassen. Wie gesagt, freut euch, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Und geht immer weiter. Ich versuche immer weiter zu machen und euch irgendwo immer wieder schöne Videos zu präsentieren und ja, was Neues zu zeigen. Und ist ja auch immer wieder schön, glaube ich. Und ja, meine Freunde, was sagt der Kalle ganz zum Schluss? Genau, bleibt mir gesund, ganz, ganz wichtig. Wir werden uns jetzt die nächsten noch wieder sehen und wieder hören, auf jeden Fall, gar kein Thema. Ja. Tschüss zusammen.